Der müsste hier unten sein. Da ist der Klein, da ist Notrußsäule, was? Ach komm. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo, hallo. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann. Ich hoffe, er ist zu Hause. Wenzel? Hey, Rufus. Schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber. Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja, schon. Na, dann ist doch alles paletti. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Ich schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja, man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du, der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht? Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Und wo soll ich da suchen? Etwa in meinem Keller? Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Was? Flugeigenschaften. Was? Worum geht es denn diesmal? Hast du eine Idee, woher ich gebrannte Bohnen bekomme? Ich kenne nur Bohnen, von denen dir der Mund brennt. Gehen die auch?
weiß nicht. Ich will eine Art Medizin herstellen. Da sollte man nicht zu kleinlich sein, oder? Hm, du machst das schon. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Träum weiter. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Hast du energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schloss findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Ich glaube, ich mach das lieber allein, denn seien wir doch mal ehrlich. Du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Vielleicht nein, kannst du mir helfen, ein paar. Warum? Ich glaube, du. Bis später. Genau. Ja, schon gut. Nichts da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge, ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Okay, wir müssen auf jeden Fall drankommen. Ins Badezimmer. Schwamm. Hi, SpongeBob. Ich habe nichts, was da reinpassen könnte. Für Deponia ist der Vorhang schon lange gefallen. Die Aftershow-Party steigt in Elysium. Okay. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Das funktioniert ja. Lol. Das war jetzt nur geraten. Warte mal. Die Dusche ist das da. Aber die kann ich nichts mitmachen. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad.
Machen wir mal Ding Dong. Okay. Ah, Chilischote. Autsch, heiß. Ah, stimmt ja, wir haben hier. Wo war das? Das haben wir. Jetzt brennt mein Inventar. Oh, das läuft hier immer noch. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Vielleicht brauche ich das nochmal. Habe ich nochmal die. Nee, habe ich nicht. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Was? Der Ofen könnte auch mal wieder geputzt werden. Ich werde Toni eine Memo schreiben. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Das kriege ich, glaube ich, nur auf, wenn ich... Ich habe wenigstens eine Chilischote. Die können wir ja schon mal malen. Alter. Mit Chili weckt er sich jetzt gleich, Alter. Wie krass. Eine ganze Chilischote. Fehlen noch zwei Zutaten. Ach so. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier drauf steht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen, ausatmen. Ah, autsch, hey. Aua, guck mal. Ach, so eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte. Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch.
Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Perfekt. Kram. Muss er erstmal zum Dorfzentrum. Zu Tonis Haus. Nein, ich wollte da nicht rein! Ach ja, ich wollte ja auch noch vor das Stadttor. Kann ich hier vielleicht was durchsehen? Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Muss das wirklich sein? Wow. Was? Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipuh. Schnutzipuh! Dann haben wir schon mal den Namen. Dann können wir jetzt uns hier auf in die Gasse. Schnutzipuh ist mein Name, mein Freund. Hallo nochmal. Hi, Ruf. Genau. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Na, wenn's sein muss, wie war noch gleich dein Name? Schnutzipuh. Schnutzipuh? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipuh. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ich liebe das Ballett. Volltreffer! Dann muss das hier dein Schlüssel sein.
Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipu. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Hallo nochmal. Ah, hallo Schnutzipu. Oh. Bis bald. Tschüss, Schnutzipu. Ach, den Namen kannst du dir merken. Sieht so aus. Schnutzipu. Ich liebe es, war zu geil. Zum Wassertag geht's auch? Ah, aber ich auch noch nicht. Tracktür öffne. Hebel. Ah! Und was haben wir? Batterie nehmen. Festgeschraubt. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Aufbohren! Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Au! Yeah! Säure! Was sollte ich mitnehmen? Aber nicht mit bloßen Händen. Vielleicht brauche ich das noch. Ich suche mir besser ein anderes. Jetzt brauche ich ein Gefäß. Aber vorher gehe ich auf Toilette. Gleich wieder da.